weil gegen Volkswagen kann man ja so schön bashen und die einen würden sich freuen, ja, jetzt basht er wieder, und die anderen, die Verbrenner noch fahren und hin und wieder hier mal reinschauen, vermuten jetzt wahrscheinlich wieder, dass ich sehr über Volkswagen schimpfe. Aber nein, das werde ich nicht. Im Gegenteil. Okay, die erste Hälfte der E-Fahrer schaltet jetzt schon wieder ab. Peace. Das Lied. Das nicht. Das nicht. Ja. Los geht's. Wie ungewohnt es ist, wenn es zu früh dunkel wird. Jetzt ist zwar noch, der Stern steht noch über, man sieht's, beziehungsweise man sieht nichts mehr, grob über dem Horizont. Aber das dauert nur genau, keine Ahnung, eine halbe Stunde. Dann ist der Bursche weg. Und dafür zahlen wir noch Sonnensteuer. Ah, das kommt auch noch. Da, wenn es keine Mineralölsteuer mehr gibt, dann wird es für die E-Autofahrer Sonnensteuer geben. Denen fällt schon was ein. Fokkerchens Heimfahrt Teil 28. Das letzte Mal hatte ich ja gar nicht mehr gewusst. Teil 28. Und Teil 28 dreht sich heute um ein Lieblingsthema von mir, um Volkswagen. Nein, auch wenn jetzt viele sagen, jetzt basht er wieder, der Focker, der Hund, der Haderlump, der basht wieder, weil gegen Volkswagen kann man ja so schön bashen und die einen würden sich freuen, ja, jetzt basht er wieder, und die anderen, die Verbrenner noch fahren und hin und wieder hier mal reinschauen, vermuten jetzt wahrscheinlich wieder, dass ich sehr über Volkswagen schimpfe. Aber nein, das werde ich nicht. Im Gegenteil. Okay, die erste Hälfte der E-Fahrer schaltet jetzt schon wieder ab, aber so ist es gar nicht gemeint. Erstens mal ist es so, ich habe ja mehr Zuschauer als Abonnenten, die immer wieder mal reinschauen, und da sind, gehe ich mal davon aus, auch viele dabei, die kein E-Auto fahren, die Verbrenner fahren. Die sind ja bei mir auch herzlich willkommen, und da habe ich jetzt schon öfter mal die Kritik vernommen und auch in den Kommentaren gelesen. In meinem Kanal steht halt drin E-Mobilität und mehr, und mit mehr meine ich mehr Mobilität oder beziehungsweise auch mehr andere Mobilität. Und es ist aber so, dass ich zwar am Anfang gesagt habe, wie ich damals angefangen habe, vor über einem Jahr, schaut mal komisch aus. Schauen wir mal, ob das so wie es wird. Dass ich eigentlich nicht vorhabe, gegen Verbrenner zu schimpfen. Und jetzt habe ich schon in manchen Videos dann unten als Kommentar gehabt, du schimpfst ja trotzdem bloß die ganze Zeit über Verbrenner. Dann habe ich mir das nochmal so angeschaut und gesagt, ja, so Unrecht haben sie nicht. Stimmt, wäre ich mich auch ändern müssen, weil ich am Anfang eben gesagt habe, E ist für mich jetzt kein Allheilmittel gegen alles. E ist für mich so wie eine zusätzliche Mobilität, eine zusätzliche Möglichkeit, wie man einen Tank befüllt, also Gas, Diesel, Benzin, Super und E. Elektro, Strom. Und da muss ich jetzt sagen, ja, ihr habt recht, ich habe trotzdem die letzte Zeit schon sehr viel über die Verbrenner geschimpft, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es kommt ja nichts Neues für die Verbrenner. Es ist ja nichts irgendwie Herausragendes da, dass man sagt, die haben jetzt einen Verbrenner erfunden, da wo hinten ein Glitzerregenbogen rauskommt. Es passiert ja nichts. Sie werden stärker, sie werden schneller. Der Verbrauch geht
ja, geht runter, kann man jetzt so auch nicht sagen, weil die Verbräuche ziemlich gleich geblieben sind. Okay, sie werden stärker und schneller und größer und schwerer. Und da ist es schon mal ein Vorteil, wenn die Verbräuche nicht runtergehen. Quatsch, ist das schon mal ein Vorteil, wenn die Verbräuche nicht hochgehen. Sie gehen trotzdem ein bisschen runter, aber diese Verbräuche, die jetzt hier dargestellt werden, dass die Fahrzeuge weniger verbraucht, das sind ja Laborwerte. Und da nimmt sich ja E-Auto auch nicht aus, weil die meisten E-Autos werden auch so angegeben, dass man die gerade so irgendwie mit Hängen und Würgen und mit Rückenwind im freien Fall schafft. Ich bin ja ein Fahrer, der ist ja vorher schon mit seinem Verbrenner recht günstig gefahren, weil ich dementsprechend fahre. Und ich fahre jetzt nicht bloß so, weil ich ein E-Auto habe, sondern weil ich das so gewohnt bin, einfach mit dem Auto vorausschauend zu fahren. Wenn ich die Strecke kenne, dann lasse ich schon mal in ein Dorf, wenn ich da hinkomme, fahre ich nicht mit 100 ran und bremse dann beim Schild ab, sondern ich lasse ihn halt ausrollen, sodass ich an dem Schild, wenn ich hinkomme, halt so um die 60 drauf habe oder so. Wobei ich das auch nur mache, wenn hinter mir keiner ist und ich den dann dadurch behindern würde. Und ich bin zwar nicht der schnellste Fahrer, aber es gibt immer nur welche, die fahren langsamer als ich. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Das ist krass, wie hell das ist. Huch. So, los geht's nach 5 Minuten und 48 Sekunden. VW, Volkswagen. Man hört ja immer wieder, gerade auch aus dem E-Mobilbereich, dass Volkswagen eine schlechte Firma ist. Die haben betrogen, die Leute beschissen und so weiter. Man darf ja nicht vergessen, dass das andere auch machen. Nicht bloß Volkswagen. Dann sagt man immer über die deutschen Hersteller allgemein, die sind recht spät dran mit E. Stimmt. Die haben Probleme, E auf den Markt zu kriegen. Ja. Die werden Probleme bekommen mit der Lieferung von den Zellen, von den Batteriezellen. Ja. Werden sie. Gehe ich schon mal davon aus. Und VW ist dann immer ganz oben mit dabei. VW hat ja jetzt den Golf und den E-Up. Für den E-Up haben sie ja jetzt den Preis ein bisschen gesenkt. Das finde ich ganz gut, weil der E-Up meines Erachtens viel zu teuer ist. Für das, was er bietet, im Gegensatz zum normalen Up, ist der E-Up wirklich viel zu teuer. Viel zu teuer. Der kostet ja gutes Doppelte mehr als ein normaler Up. Und mit der kleinen Batterie, die er drin hat und so eine Kilometerreichweite von 160 Kilometer maximal im Sommer und im Winter eher so 100, 110, 120, sind 27.000 Euro schon krass für so ein kleines Auto. Das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also das Auto hat nicht weniger gekostet. Das Auto hat nicht mehr gekostet, so soll es eigentlich heißen. Sieht man mich überhaupt noch? Nein. Manchmal ist es ja auch ein Vorteil, wenn man mich nicht sieht. So, also die haben den Preis gesenkt, dann haben sie ja eigentlich ein sehr gutes Auto auf den Markt gebracht mit dem E-Golf. Da war der erste schon nicht schlecht, der zweite ist meines Erachtens ein richtig geiles Auto, habe ich schon mal gesagt. Für mich der beste Golf, den sie je gebaut haben. Und Rapidgate hin, her ist ja beim Leaf auch so, beim Leaf 2. Dass der dieses Rapid Gate hat, sprich er wird heiß, wenn man den öfter schnell ladet und dadurch geht die Ladegeschwindigkeit runter. Ja, unterhaltet euch mal mit Leuten, die einen fahren oder auch mit einem Leaf 2 fahren. So oft kommt man nicht in den Genuss, dass man stundenlang an der Zapfsäule steht und das Ding einfach mit verminderter Geschwindigkeit ladet, weil du musst schon zweimal laden und bei zweimal laden bist du schon 500 Kilometer plus. Also das hast wirklich am wenigsten. Das ist mit dem Golf nicht anders. Man sollte die Kirche schon im Dorf lassen. Klar ist Rapid Gate keine gute Sache und eigentlich nicht würdig, ein modernes Auto als Technik zu haben. Also das sollte so nicht sein, aber
mein Gott, es gibt Schlimmeres. Hauptsache die laufen. Und der Rest ist, sage ich einmal, jammern auf hohem Niveau. Mit Recht natürlich auch, aber es ist meines Erachtens schon ein Luxusproblem. Der Golf, ein super Auto, aber was kommt jetzt bei VW? VW, man weiß ja, es kommt die ID-Reihe, die ja jetzt nicht ID mehr heißt, sondern Neo, glaube ich. Ich nenne ihn trotzdem ID, weil ich finde, der Name ID ist für ein Auto nicht schlecht. Warum macht man das nicht? Kann man besser vermarkten wie Neo. Es kommt ja der normale ID raus, also der Golf. Dann kommt ja der ID Cross kommt raus, das ist ja dann eher so ein größeres Auto. Wird das ein SUV? Weiß ich jetzt gar nicht. Also so ausschauen tut er jetzt nicht unbedingt wie SUV. Eher wie so ein bisschen eine hochgelegte Limousine. Ich habe bis jetzt nur das Design gesehen, aber die Studie, aber ja, man wird noch mehr sehen. Und für mich der absolute Highlight von der ganzen ID-Reihe, es ist meines Erachtens der ID-Bus. Der wird so richtig geil, glaube ich. Das Auto ist richtig schön, auch wenn es in der Studie innen drin völlig überzogen und völlig übertrieben ist, so wird das Auto nie rauskommen, mir ist das völlig klar. Mir ist es dann auch zu modern innen drin, es muss jetzt nicht sein, aber außen ist das Auto schon allein mit der Zwei-Farben-Lackierung. Oh, so ein Bus in Zwei-Farben-Lackierung erinnert mich automatisch an den 1er und an den 2er Bulli und das ist einfach geil. Fahrt mir gut, ist wirklich schön. Alter, das blendet. Ich bin aber heute wieder ein Blendi. Ja, also. Das Auto wird richtig gut, glaube ich. Der normale ID, da hat man ja so richtige Daten zwar schon mal gehört, aber bestätigt sind sie ja noch nicht. Der soll ja jetzt, und das habe ich heute erst gelesen, oder was gestern im Internet gelesen, der soll ja wirklich das kleinste Modell unter 20.000 Euro kommen. Da haben sie sich ganz schön was vorgenommen. Man weiß nicht, wie groß die Batterie sein wird, aber ich schätze mal so um die 200 Kilometer wird er fahren müssen, so wie der. Also gehe ich mal davon aus, eine 25er Batterie, eine 30er Batterie vielleicht. Und dann trotzdem unter 20.000 zu bleiben, inklusive Mehrwertsteuer, das wird straff für das, dass der auch noch in Deutschland gebaut werden soll, ist es schon ein Kampfpreis, das muss man schon wirklich sagen. Man liest zwar immer wieder, dass das dann ein Tesla-Jäger sein wird, glaube ich nicht. Der Tesla-Jäger schaut meines Erachtens anders aus, hat mehr Leistung, hat mehr Reichweite. Ich weiß nicht, was der dann nochmal in der Spitzenleistung haben wird. Er soll ja dann so um die 500 Kilometer kommen. Spitzenleistung, was er dann motortechnisch hat, weiß ich nicht. Meines Erachtens, und ich bin es ja schon gefahren, ein E-Auto mit um die 200 PS, nur Frontantrieb, macht keinen Sinn. Der ist hoffnungslos überfordert, was die Leistung betrifft, die man auf die Straße bringen muss. Im Trockenen jetzt nicht so, sobald es ein bisschen feucht ist, geht der sofort durch und die Elektronik, bis die anfangen zu regeln, hat man erstmal ein Pfeifen und ein Surren. Also das hoffe ich, werden die besser hinbringen. Ich glaube auch, dass so ein Auto keine 200 PS braucht. Ich glaube 150 PS bis vielleicht 170 PS ist völlig ausreichend. Aber das sage halt ich. Die meisten Leute wollen 800 Millionen PS und 800 Millionen Kilometer Reichweite. Und er sollte aber keine 800 Millionen kosten. Also man weiß nicht, was er haben wird, aber ich glaube, die machen das schon. Ich glaube, die machen das richtig gut. Ich glaube, das Auto wird richtig gut. Und ich glaube auch, dass sie es schaffen werden mit dem Auto, mit der ganzen Reihe. Der Cross, glaube ich, kommt ja ein bisschen später. Der normale ID, den rechne ich jetzt mal mit einer Kilometerreichweite von 400 bis 500 Kilometer, mit einer Leistung von um die 170 PS.
und einen Preis von 35.000 Euro. Denke ich. Ungefähr so wird es hinkommen. Wobei das reine Spekulation ist, weil ich noch nichts gelesen habe, was irgendwie auf das hindeuten soll. Aber ich will ja eigentlich auf VW ein bisschen positiv eingehen, weil VW ist, VW ist spät dran, was E-Mobilität betrifft. Kann man so nicht sagen, weil der Up ist ja, den gibt es ja schon seit gute 4 Jahren. Den Golf gibt es ja auch schon eine längere Zeit. Den neuen gibt es ja schon seit letztem Jahr. Und die sind eigentlich da mit dem Auto schon gut dabei. Jetzt kommt das komplette ID-Modell-Paket, die ganze Palette. Auch ein bisschen zeitverzögert. Ich weiß nicht, wann die rauskommen sollen. Der ID, der normale, soll ja nächstes Jahr 2019 schon kommen. Wobei ich ziemlich sicher bin, wenn er rauskommt, wird er eher so Ende 2019 kommen. Hier in Deutschland. Ich bin mir aber trotzdem sicher, dass das ein richtiger Erfolg werden wird. Und klar könnte man jetzt ein bisschen bashen und sagen, naja, haben sie es verdient? So wie die jetzt beschissen haben mit dem ganzen Zeug, sind sehr viele dagegen, dass man sich ein VW kauft. Andi, du weißt es, man wird schon teilweise beschimpft, weil man einen VW kauft. Andi hat ja einen E-Golf. Und viele sagen, wie kann man von der Firma noch überhaupt was kaufen? Ja. Ist eine Einstellungssache, der eine denkt so, der andere denkt so. Ich bin da ziemlich offen. Wenn ein Auto gut ist, wenn ein Auto in mein Konzept passt, dann kann das auch ruhig wieder ein VW sein. Momentan sehe ich es halt nicht so. Auch für nächstes Jahr im Januar, Februar, wenn wir uns ein anderes E-Auto kaufen wollen, wird da definitiv kein VW dabei sein. Weil es eben einen, so wie wir den brauchen, noch nicht gibt. Wie die den Preis zusammenbringen würden oder wollen, dass das Auto mit der Kilometerleistung und mit der Leistung, also Kraftentfaltung und Ausstattung, dann so um die 35.000 bis 40.000 Euro kommen soll, wenn der Golf in einer einigermaßen guten Ausstattung, der E-Golf, schon seine 44 kostet, das lasse ich mal dahingestellt, ob das so sein wird. Aber ich bin mir trotzdem sicher, es wird ein Erfolg, und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie früher oder später Marktführer in dem Segment werden. Warum? Der jetzige Marktführer Tesla hat nichts Vergleichbares. Auch nicht für den Preis. Jetzt kann man sagen, ja, warte mal auf das Model Y. Das soll ja so kommen, ungefähr von der Größe her. Aber da weiß man ja noch nichts. Man hat noch nicht gesehen, man weiß die Reichweite noch nicht, man weiß dann auch nicht, wann ist der soweit, kann man den wieder vorbestellen, wird es Model 3? Wenn ja, werden es wieder, keine Ahnung, 150, 200.000 Vorbestellungen, bis du das Auto kriegst und so weiter da. In der Zeit ist der ID schon lange da. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und warum wird VW mit dem Klassenbester werden? Weil es VW ist. Ja. Auch wenn es dem einen oder anderen nicht gefällt. Geschichte: VW hat damals den Trend zum Familienvan völlig verschlafen. Es gab viele Familienvans von Opel dann schon, den Meriva, glaube ich, hieß der, von Ford, den Galaxy, sogar Seat hat ja auf der gleichen Plattform aufgebaut mit dem Alhambra, und da war VW noch nicht einmal mit dem Charan da. Also gab es noch keinen VW, und alle anderen haben verkauft wie die Dummen. VW kommt mit dem Charan, was passiert? Ein Jahr später haben sie mehr Zulassung gehabt als alle anderen. Das gleiche im SUV-Bereich. Der Tiguan ist eigentlich zu spät rausgekommen. Ich kann mich noch daran erinnern, es war das sogar Autobild. VW verschläft Trend
diese Kompakt-SUVs völlig verschlafen. Es gibt so gute Autos und es, die sind wirklich toll und gut und sind auch für den normalen Geldbeutel zu haben und so weiter. VW bringt über eineinhalb Jahr später den Kompakt-SUV Tiguan raus. Und ob das Auto jetzt gut war oder nicht, ich kenne viele, die waren nicht so damit zufrieden, ist egal. Das Auto, boom, ein Jahr später, Zulassung mehr als alle anderen. Und ich glaube, das schafft VW dieses Mal auch wieder. Ja, die normalen Hersteller, sage ich jetzt mal, werden auf Staatshilfe angewiesen sein, glaube ich. Die werden dann schon wieder irgendwas deichseln müssen, dass das mehr verkauft wird. Also jetzt diese Prämie, die 4.000 Euro, ja, die wird ja nicht so angenommen. Die sollten es lieber in die Infrastruktur stecken, ja. Aber mir geht es darum, ich glaube, VW schafft es wieder und VW wird wieder Zulassungssieger, führend in der Zulassung, was diese Klasse betrifft. Aber wenn man jetzt dann umschaut, der Cross, ID Cross ist ja meines Erachtens momentan auch ohne großartige Konkurrenz und der Bass sowieso. Und der Bass, wenn der 60er Batterie drin hat und den gibt es so für, ich sag mal, in einer guten Ausstattung für 40.000, 45.000 Euro, dann ist das Auto für mich eigentlich ein Kaufgrund, ein Muss, weil das Auto so unglaublich geil ausschaut. In dem Gelb, in dem Gelb. Jungs, ich sag's euch. Wunderbar. Was wird kommen von den anderen? BMW will ja ob sie einen i3 weiterbauen, das ist ja noch nicht ganz sicher. Ich habe auch schon gehört, dass sie nicht weiterbauen. Dass da eben ja, so ein A3er kommt als E, dass der X3 kommt als E. Ja, da habe ich auch schon ein paar Bilder gesehen, aber so richtig vorgestellt haben sie ihn eigentlich ja noch nicht. So eine Designstudie kann man überall mal hinpinseln. Fahren, glaube ich, tut er schon. Hat man ja, glaube ich, schon ein paar gesehen in diesen tollen Lackierarbeitenfolie. Und der i4, der ist ja in der Werbung schon mal kurz vorgestellt worden. Aber so richtig gut aufgestellt, weiß ich nicht, ob BMW in der Zukunft ist. Wenn sie mehr machen wie ein i3, so aufwendig bauen, dann eher nicht. Ich glaube schon eher, dass die ein bisschen zurückschrauben, was das Ganze betrifft, Karosserie und so weiter. Mercedes hat nichts, gar nichts. Die Mercedes, dieser, wie hat er jetzt wieder geheißen, dieses Elektro-SUV-Dings? ECQ, weiß ich nicht. Völlig für mich persönlich jetzt nicht unbedingt das Wahre. Der e-tron von Audi ist da schon um einiges besser, was man da mitgekriegt hat. Ja, viele haben sich jetzt auch schon beschwert, warum stellen die den vor und dann kann man erst Mitte 2019 reservieren und kaufen und dann weiß man auch nicht genau. Für mich ist es klar, die mussten handeln, die mussten Leute von Tesla weglocken. Ihre eigenen Kunden sind abgesprungen und haben sich einen Tesla geholt. Oder liebäugeln mit einem Tesla. Und das wollen die halt nicht. Und die sagen, schau mal her, was wir haben. Wir haben hier ein Auto, das demnächst rauskommt. Mit demnächst ist es halt Mitte bis Ende 2019. Schauen wir mal, ob das so weit kommt. Ja, Skoda. Habe ich auch schon einen gesehen. So als Studie. Wird auch eine interessante Sache. Wann, wissen wir nicht. Also sie werden den Trend verschlafen. Meines Erachtens haben sie ihn schon verschlafen. Werden sie trotzdem erfolgreich werden? Ich bin mir ziemlich sicher, ja. Weil es gibt genug Leute, die einfach ein deutsches Auto haben wollen. Da war ich eigentlich bis letztes Jahr auch dabei. Und ich habe es überhaupt nicht bereut, das zu ändern. Weil so ein Auto haben die Deutschen nicht. Und so ein Auto haben die Deutschen auch nächstes Jahr noch nicht.
Alles ist so ein Crossover, so eine leichte SUV-Klasse, kleiner als der Tiguan, größer als der Polo Cross und mit einer Reichweite von über 200 Kilometer real ist das Ding schon geil. Schreibt mir drunter, was haltet ihr davon vom ID, von dem ganzen Konzept, was haltet ihr vom Buzz, BUZZ, das wäre ein Fokker sein Auto, muss ich ganz ehrlich sagen. Uiuiui, mal schauen, was die Fokkerina sagt. Ja, das war's. Bevor jetzt die Lichter ausgehen, weil ich rückwärts ins Carport reinfahre, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich bettel nicht um Daumen nach oben und ich bettel auch nicht um Abos. Das mache ich wirklich nicht. Also könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich bin euch nicht böse. Und wenn ihr einen Daumen nach unten gebt, sagt doch bitte, warum. Würde mich interessieren. Weil nur dann kann ich was ändern und kann es auch euch recht machen. Servus, Lautglocker, euer Focker. Und Schluss.